Was geht ab, meine Freunde? JB ist am Start. Heute an diesem wunderschönen Sonntag hier im Livestream. Ich hoffe, der Sound ist diesmal... Ja. Es ist das richtige Mikrofon. Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Wir machen heute ein bisschen ein kleines Botania-Playthrough, soweit wir kommen. Ich habe nämlich ein cooles Modpack gefunden, wo Botania, also wirklich, hier geht es ausschließlich um Botania, kombiniert mit dem Hardcore-Quest-Mode. Das heißt, man entdeckt den Mod Botania so ein bisschen durch die Quests. Ja, also es ist ein reiner Mod über Botania, begleitet mit Quests. Um euch ein bisschen Botania zu zeigen, und ich möchte auch ein bisschen Botania lernen, weil Botania ist echt ein geiler Mod. Und fangen wir doch damit direkt mal an, hier. Ja, das ist das Modpack. Gehen wir noch in Fullscreen. So. Na? Ah, alles klar. Ja, Freunde, ich habe noch nichts gemacht. Und wir starten hier mal die erste Welt. Gibt es hier noch... Nee, wir nehmen einfach Default. Cheats an. Man kann nie wissen. Ja, vielleicht muss man irgendwann mal... Und ihr fragt euch sicherlich, warum ist keine coole Musik im Hintergrund, sondern nur die lahme Minecraft-Musik? Das ist, weil ich vorhatte... das auch auf YouTube hochzuladen. Ja? Also, heute mal keine fancy Musik. Dafür genießen wir die schöne Minecraft-Musik. Und seid mir nicht böse, wenn ich nicht so viel auf den Chat eingehe. Denn, wie gesagt, es kommt auch auf YouTube. Aber natürlich möchte ich erstmal Hallo sagen an alle, die da sind. Und ja, wir schauen uns ein bisschen den Mod Botania an. Fangen direkt mal an. Questbook. Hier, willkommen zum ersten Modpack des Monats Botania. Irgendwas mit Votes. Botania ist der beste Mod, bla bla bla. Lasst uns direkt mal anfangen. Ja, Basics. Hier. Hier sind auch Helpful Notes, von wegen, dass im Buch vom Botania ein bisschen mehr drin steht hier drin. Also, ne, fangen wir direkt mal an. So, bevor wir mit den Mods starten, wäre sehr ratsam, das Lexika Botania zu craften. Also fangen wir damit erstmal an. Hier ist auch NEI installiert und ich sehe gerade, oh, die Facecam ist auf der falschen Seite. Lass mich das noch kurz ändern. So, schieben wir mich einmal rüber. So, öffnen das wieder. Fullscreen. So, und dann hätten wir sie jetzt auch schon. Alles klar, also die erste Quest, das Lexika Botania, Botanica craften. Und das sollte sehr simpel sein. Das ist einfach ein Buch mit einem Sapling. Oh, und man kann hier... Ah, ein Dungeon Chest kann man auch finden. Okay. Also unser erstes Ziel ist es, ein Buch zu craften. Dafür brauchen wir Kühe. Sehen wir auf der Minimap welche? Ich weiß es nicht. Aber lasst uns doch erstmal einen Baum fällen hier. So. Das Ganze ist schon ein bisschen veraltet. Also es ist nicht die neueste Modpack-Version, sondern ist vom Juni 2015. Aber dennoch dachte ich mir, dass es cool ist, weil so viel kann sich an Botania eigentlich nicht... Wow! ...geändert haben. Das ist wohl auch ein Mod, der das ändert. Und lass mich mal kurz... Mich stört es, dass meine Maus so überfast ist. So, das ist schon besser. So, und ich glaube, die Musik ist auch noch ein bisschen laut, deswegen mache ich jetzt auch noch mal ein bisschen. So. Okay. Dann wollen wir mal anfangen. Ich sehe gerade, hier wird gerade noch mal gefragt, was das Modpack ist. Ich erkläre es noch mal. Also, das ist ein Modpack. Hier geht es darum, Botania kennenzulernen. Ja? Also, hier ist so an großen Mods eigentlich nur Botania drin. Und, ja, hier geht es darum, Botania kennenzulernen, mit Hilfe hier dieses Questbuches. So, und ich denke mal, genug Holz werden wir jetzt haben. Und ich glaube, ich sehe da Kühe auf der Minimap.
Da hinten nämlich werden wir auch gleich mal hingehen. Ups, da sind sie. Schön, dann töten wir die direkt mal. Ah, der Kunga ist auch da. Wie geht's, Pete? Hau nicht ab. So. Kein Leder, okay. Sky of Beginning. Ich habe wohl gerade irgendeine Blume aufgehoben. Stirbt doch. Okay, danke. So, da haben wir unser Leder. Jetzt fehlt uns nur noch Papier. Und ich sehe, da hinten ist ein Sumpf. Deswegen gehen wir mal dahin und schauen mal, ob wir da glücklich sind. Nicht glücklich sind, sondern Glück haben. Zuckerrohr zu finden. So, jetzt gerade ist es natürlich mega still, weil keine Minecraft-Musik läuft. Aber wie gesagt, keine Musik heute, weil, guck mal, da hinten ist Zuckerrohr. Weil ich das auch auf YouTube hochladen will. Kunga, spiel mit JB, genau du schlechter Freund. Komm lieber und spiel mit mir. Egal was, lass uns irgendwas anfangen. Ich hätte Bock mit dir ein Modpack mit diesem Quest zu spielen, aber nein, du willst ja nie. So, hier hinten haben wir Zuckerrohr. So. Und dann können wir auch direkt uns das Buch craften. Zusammen mit einem Sapling. Zack. Dann müsste der erste Teil der Quest fertig sein. Genau. So, dann brauchen wir ein Petal Apothecary. Requires cobble to place any mystical flower in a crafting grid to obtain them. Was? Place any mystical flower in a crafting. Ach so. Okay. Das ist hier Apo. Das ist dieses Ding hier. Krass, Mann. Okay. Was ist einfach Cobblestone mit einem Paddle? Und ich glaube, dafür geben wir mal in unsere Plains zurück, weil eigentlich war es da ganz cool. So. Und da war ja auch eine Cave. Dann graben wir uns von da einfach ein bisschen Cobblestone. So, wo war die Cave? Irgendwo war da eine Cave. Ansonsten buddeln wir uns einfach gerade in die Erde. Aber die weißen nehme ich übrigens auch mal gerade. Oh, die großen droppen gar keinen. Okay. Nehme ich die kleinen mal mit, weil ich weiß, ich brauche die für Dayblooms nachher. Bisschen kenne ich den Mod ja schon. Nicht perfekt. Aber immerhin etwas. So, hier ist auch noch mehr Essen auf Beinen. Guck mal da, schon habe ich keinen. Pass auf, ich mache jetzt erstmal Tools. Nee, so nicht. Sondern so. Weil ich brauche ja eh. Oh. Mindestens eine Pickaxe, um überhaupt erst das Holz zu kriegen. So. In welchem Launcher ist das Modpack? Das Modpack ist im Feed the Beast Launcher tatsächlich. Ich glaube, ich werde jetzt mal hier einfach in die Seite vom Berg reinbuddeln, um mein Cobbles zu kriegen. So. Ich würde sagen, ich hole mir genug für den Ofen und für den Pedestal. Ilf.